Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Unboxing und zwar von diesem hier. Das ist die Quivicon Homebase und mit Hilfe dieser Homebase kann man auch Homematic-Komponenten ansteuern. Und genau das möchte ich mir gerne ansteuern. Das möchte ich mir gerne anschauen und entsprechend habe ich mir dieses Teil besorgt und möchte erstmal mit euch zusammen das Unboxing mal durchführen, mal gucken, was hier alles so drin steckt. So, auf geht das Ganze hier unten. Jetzt habe ich dummerweise gar nichts hier zum Öffnen. Mal gucken, ob ich das hier mit der Schere aufkriege. Mein Messer habe ich nämlich vergessen. Aber es klappt eigentlich soweit. Und dann können wir mal schauen, was da alles so drin ist. Das ist die Homestation an sich. Ist doch größer, als ich dachte. Ja, hier unten ist das Teil, um das Ganze festzumachen. Das heißt halt für den Standfuß. Aber ich glaube, ich lege das erstmal zur Seite und wir gucken erstmal, was wir in unserem Karton drin haben. So, wir haben hier noch eine Anleitung. Ein Schnellstartguide. Weil das auch nochmal ganz genau drin steht, was für Schritte zu tun sind. Aber auch diese Schritte möchte ich ja mit euch zusammen machen. Darum legen wir das auch erstmal wieder zur Seite. Dann haben wir ein obligatorisches Netzwerkkabel mit dabei. Dübel und Schrauben, um das Ganze zu befestigen. Hier ist der Standfuß auch. Den können wir aber schon mal auspacken. Dann können wir ihn gleich halt mit der Station halt verbinden, das Ganze. Und noch mit dabei ist ebenfalls das Netzteil. Das haben wir hier. So, nachdem wir alles ausgepackt haben, wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe hier das Netzteil. Das können wir da schon am besten nochmal reinstecken schon mal. Dann haben wir das erledigt. Und dann haben wir hier die Zentrale. So, jetzt kommt der beste Augenblick. Und zwar die Folie da abmachen. Eieiei. Sieht schon schick aus, das Gerät, muss ich sagen. Aber was haben wir denn für Anschlüsse? Wir haben hier einmal eine USB, dann haben wir einen LAN und den Netzteilanschluss. Aber wir können das Ganze hier auch abziehen und haben hier an der Seite nochmal drei USB-Anschlüsse. Also USB 2, 3 und 4. Wofür die sind, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, aber das finden wir schon gemeinsam raus. So, ich stecke das da einfach mal wieder ran. So, und dann haben wir hier ja noch dieses Teil und können dann so das Ganze miteinander verbinden, sodass das Ganze auch ohne Probleme dasteht. Wie gesagt, ganz schön schick. Das Messen, nochmal gucken, wie groß die ist. Die ist ein bisschen länger als 20 cm und von der Höhe her sind es ungefähr 14,5 cm. Das Ganze dann von der Dicke, wollen wir uns das auch nochmal anschauen, ist ein ca. 3 cm dick. Okay, das Netzteil stecken wir hier auch schon mal ran. Können wir uns das auch nochmal anschauen. Ist halt ein gewinkelter Stecker, das finde ich immer ganz gut. Und ja, passt ohne Probleme. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Okay, das soll es erstmal gewesen sein zu dem Unboxing. Wie das Ganze dann ausschaut und was man genau damit machen kann, das schaue ich mir jetzt gleich nochmal zusammen mit euch an und dann folgt das nächste Video auch. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.